Das wird eine interessante Fußballauseinandersetzung und wir sind als Ihre Kommentatoren dabei, Frank Buschmann und Mani Beuth. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Die Imtech Arena ist nicht nur Heimstatt des Erstligisten Hamburger SV, sondern sie ist sicherlich auch das Bundesliga-Stadion, das am häufigsten den Namen gewechselt hat. Ja, zwischendurch kommt man da nicht mehr ganz mit und gerade die Traditionalisten beim HSV sprechen meist einfach nur noch von der HSV-Arena. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Möglicherweise was. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Kießling, da ist er, der Spezialist für die hohen Bälle. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gern. Geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Kießling. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Seine Position, der Mannschaftskapitän macht ein schönes Tor. Ja, und ein wichtiges, und genau in diesen Momenten braucht die Mannschaft den Chef. Ja, der Treffer hat eigentlich nur noch Vorsache, die Flanke. Die Flanke war wirklich die entscheidende Situation. Klasse. Kießling. Und Heiko Westermann. Hat
das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Lucien. Rincon. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Eckball. Können die da was draus machen? Sie haben sich den Ball auf der Außenbahn zurückgeholt. Jetzt geht es in die andere Richtung. Can. Diekmeyer. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Castro. Aslan. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Viele Tore haben wir nicht gesehen, Buschi, aber wir haben ja noch 45 Minuten Zeit. Ja, und da will ich mal hoffen, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich setze voll auf die zweite Hälfte. It's time for a change. Wechselzeit. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung. Jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Van der Vaart. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Achtung! Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Das Bender. Läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Kann den Ball behaupten. Und er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Tesche. So sieht das der Trainer gern. Diekmeyer. Okay.
aus dem Angriff. Kiesling. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Er bleibt nochmal ein Zwischenspieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert wird. Sind noch zu spielen und ich sage Ihnen, da geht noch was in diesem Spiel. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Jetzt wird es prickelnd. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Tische. Van der Vaart, den Niederländer, werden wir heute in der Offensive richtig im Angriff vorne drin für seine Mannschaft sehen. Und da ist er dann angewiesen auf Flanken seiner Mitspieler. Van der Vaart. Solch ein Pass sieht man auch nicht alle Tage. Nee, richtig fein gespielt. Also im Moment ist das hier was fürs Auge. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat es mit seinem Pfiff zu Ende gebracht. Thank you.